Liebe Besucherinnen und Besucher, herzlich willkommen zum Rundgang vom KKL zu den Hofkirchen. Wir starten mit einem Prachtbau, mit dem Kunst- und Kongresszentrum Luzern, hier auf der Seeseite, nahe beim Insali. Der Blick auf die Front des Gebäudes ist darum besonders wichtig, weil sie den Bezug herstellt von Luzern zu der Musik. Spätestens seit 1938 ist Luzern eine bedeutende Musikstadt. Der französische Architekt Jean Nouvel hat mit seinem Neubau im Jahr 2000 in dieser Tradition Ausdruck gegeben. Es ist, wie wenn man auf einen Resonanzkörper von einem riesenhaften Streichinstrument schauen würde. Ästhetik vom Feinsten und sie zeigt, was mit dem Werkstoff Holz möglich ist. Das Kunst- und Kongresszentrum Luzern ist ein Jahrhundertbau. Die exponierte städtebauliche Lage erfordert höchste architektonische Qualität. Der Jean Nouvel ist in diesem Anspruch gerecht worden. Allein wie er aufs Umfeld reagiert, auf die Luzerner Seebucht, ist eine Sensation. Die Hotelpromenade auf der gegenüberliegenden Seeseite hat europäischen Rang. Der Jean Nouvel lässt das Hotel samt der Hofkirche und dem Suva-Gebäude in der grossen Glasfläche des KKL spiegeln. So erweist er im 19. Jahrhundert seine Referenz. Über das Wasser weg stehen die Bauten auf den beiden Seeseiten in einem angeregten Dialog. Ein zweiter Bezug zum Wasser ist noch direkter. Das Dach des KKL, auf gut Luzerndeutsch ein grossartiger Vorschermen, schaut über die Uferlinie raus. Im Gegenzug ziehen sich Kanäle in den Bau ein. Es gibt eine erneute Verschränkung vom Gebäude und dem Wasser. Das ist meisterhaft. Eine besondere Qualität von dem Jahrhundertbau ist seine Gliederung. Hinter dem dunklen, massiven, aber zugleich schwebenden Baukörper befindet sich die Salle Blanche, der Konzertsaal, wo, wie der Name sagt, ganz in Weiss gehalten ist. Die Anordnung der Fenster mit ihrem unregelmäßigen Rhythmus sind ein architektonisches Extra. Und die aparten Fensterliebungen, die leicht zurücklaufen, verstärken den Eindruck noch. Von innen nach außen ergänzen sich Postkartenbilder. Und wie sich das gehört, Hochformatik, Querformatik und auch noch im Quadrat. Was würde besser zu Luzern passen als solche Postkartenbilder? Der mittlere Teil hat mit seinen beiden Türmen fast industriellen Charakter und erinnert an ein Schiffsdock. Auch das ist höchst passend. Hinterher geht es zum Luzerner Saal. Der Trakt auf der Bahnhofseite ist geschaffen worden für Gastronomie und für das Kunstmuseum. Dieser Raumkörper wirkt geometrisch und transparent. Ein Sichtachs entsteht. Man sieht durch den Bau durch. Zum Bahnhof hin, unerhört. Der Bau löst sich fast selber auf. Achten Sie zudem auf die rhythmische Textur, die von einzelnen Flächen von der Lamellenfassade erzeugt wird. Das hat Stil und Klasse. Haben Sie übrigens schon bemerkt, wie unscheinbar der Eingang ist? Man steigt nicht zu einem Kunststempel, sondern ebenerdig betritt man das Gebäude. Luzern hat zahlreiche historische Wahrzeichen. Das KKL als Kathedrale vom 21. Jahrhundert ist ein neues Wahrzeichen. Eine Visitenkarte ersten Ranges, ein Glücksfall für die Stadt, für die Region, für unser Land. Wir kommen jetzt von der Kathedrale vom 21. Jahrhundert, vom KKL, und stehen jetzt auf dem Bahnhofplatz. Das war der Standort der Kathedrale vom 19. Jahrhundert. Vielleicht fragen Sie sich, ob der Ausdruck Kathedrale zutreffend sei. Wenn Sie den alten Bahnhof Luzern von 1896 anschauen, wird die Zuschreibung rasch verständlich. Eine monumentale Kuppel hat im Bau etwas Sakrales gegeben. Man könnte auch sagen, der Luzerner Bahnhof war ein Denkmal. Das hat in die Zeit gepasst. Nach der Gründung des Bundesstaats von 1848
hat die junge Schweiz sich historisch inszeniert. Junge Staaten brauchen alte Geschichten. Rund um den Vierwaldstättersee sind zahlreiche Denkmäler entstanden. Zuerst ist der Schillerstein errichtet worden, 1859, dem Sänger Tells gewidmet. Dann ist der Ankauf vom Rütli durch den Bund gekommen. Und 1882 Tells Kapelle in Sisiken. Nach dem Trauma vom Sonderbundskrieg von 1847 hat das historische Fundament geholfen, politische Gräben zuzuschütten, das Land zu einigen. Und zudem haben nicht nur Denkmäler beigetragen, sondern auch eidgenössische Bauten. Es sind Bahnhöfe, Postgebäude, Verwaltungsgebäude. Und ein ganz wichtiges Element sind die monumentalen Kuppeln. Ein bemerkenswertes Beispiel ist Suva auf der gegenüberliegenden Seeseite. Baujahr 1914. Ein Bada zum damaligen Bahnhof. Zwei Kuppeln haben die beiden Seeseiten markiert. Man könnte fast sagen, sie haben sie besetzt. Jetzt wenden wir uns im Rundbogen vom ehemaligen Bahnhof zu, gerade hinter mir. Der Bahnhof ist übrigens abgebrannt 1971. Bekrönt wurde ist das Rundportal 1907 mit einer eindrucksvollen Plastik. Ein Mann sitzt auf einem Gefährt, das sich auf zwei Schienen vorwärts bewegt. An der Radnabe sind zwei Flügel angebracht. Es sind Flügel vom Götterboten. Hermes bei den Griechen, Merkur bei den Römern. Der Gott vom Verkehr treibt das Gefährt an und zwei Arbeiter sorgen für freie Fahrt. Kühn längert der Mann mit Arm und Hand über den See weg in die Zukunft. Der Name der Plastik lautet Zeitgeist. Geschaffen wurde ist das Kunstwerk von Richard Kissling, einem führenden Plastiker von seiner Zeit. 1895 hat der gleiche Richard Kissling das Tell-Denkmal Zaltdorf gestaltet. Das Werk dort hat zurückgeschaut in eine mythische Vergangenheit. Der Zeitgeist auf dem Luzerner Bahnhofportal hingegen ist gleichzeitig vorwärts gepresht. Dieser Gegensatz hat die Zeit um 1900 wesentlich geprägt, wie ein weiteres Beispiel zeigt. Das Hotel Chateau Götsch auf der Anhöhe der Stadt ist 1901 zu einem rückwärts gewandten Märli-Schloss umgebaut worden. Auf dem Bahnhofplatz dagegen hat sich ein Symbol für einen Fortschritt erhoben. Es war die Zeit, als das Neustadtquartier hinter dem Bahnhof eine rasante Entwicklung genommen hat. Es war ein Boom ohne Gleichen. Wenn man aber die Strassen anschaut, weist das in eine ganz andere Richtung. Frankenstrasse, Murbacherstrasse, Habsburgerstrasse, Waldstätterstrasse und jetzt kommen die Schlachten. Morgartenstrasse, Sempacherstrasse. Man stellt also fest, die Zeit hat zwei Ausrichtungen, zwei Gesichter. Auf der einen Seite der Aufbruch und auf der anderen Seite die Rückschau. Wir sind jetzt hier am Wasser und mittelbar neben dem Bahnhofplatz. Hinter mir sehen Sie den Landungssteig 1 von der Schifffahrtsgesellschaft vom Vierwaldstättersee. Was braucht es, um einen Landungssteig zu bauen? Nicht viel. Man muss gefahrlos ein- und aussteigen und man muss Schutz haben vor Wind und Wetter. Kein Kunststück also. Aber was der Armin Meile, der Luzerner Architekt, 1935 hier verwirklicht hat, das gehört ins Kapitel Kunstwerk. Kann ein Stahlskelett filigraner, leichter wirken? Kann man eine Halle transparenter gestalten, ein Dach schwebender erscheinen? Bei der Restaurierung 2019 ist der Bau von allem befreit worden, was sich mit der Zeit angesammelt hat und gestört hat. Jetzt entfaltet er wieder seine ursprüngliche Qualität. Der Landungssteig 1 der SGV ist landesweit konkurrenzlos. Der gleiche Architekt, der hier am Werk war, hat das alte Luzerner Kunsthaus entworfen, den Vorgängerbau des KKL. Bereits hier hat sich gezeigt, dass der Meile ausgezeichnet mit Baukörper umgehen kann.
Und zwei Jahre später, 1935, hat er es im Süden der Stadt gerade noch einmal gezeigt, beim Bau der Kaserne Allmend. Wie der Meili hier Funktion mit der Ästhetik verbindet, wie er die Raumkörper einander zuordnet, ist ein Musterbeispiel für das neue Bauen in diesen Jahren. Weil die Funktion so wichtig ist, nennt man den Baustil nach dem Ersten Weltkrieg auch Funktionalismus. Es verwundert nicht, dass der Armin Meili 1939 am Vorabend des Zweiten Weltkriegs zum Direktor der Schweizerischen Landesausstellung berufen wurde. Der Meili war ein ausgezeichneter Architekt, konnte die Tradition mit der Modernen verbinden und das war an einer Landesschau gefragt. Wir stehen jetzt auf der anderen Seite der Seebrücke, vor der Luzerner Hauptpost von 1888. Es ist ein weiteres eindrückliches Beispiel von einem Gebäude, von einem Bundesbetrieb, das man als Denkmal bezeichnen kann. Und es steht an einer wichtigen Stelle, am Übergang vom See zu der Reuss. Als Grundcharakter strahlt das Gebäude Selbstbewusstsein aus, Ernst, Würde, aber durchaus auch eine gewisse Freundlichkeit. Das zeigt sich daran, dass sich der abgewinkelte Palast in der Stadt und im See zuwendet. Die Eingangspartie wird betont durch kolossale Säulen, die sich über zwei Stöcke hochziehen. Bekrönt werden sie mit vier allegorischen Figuren. Sie verkörpern Kommunikation um 1900. Von links nach rechts, mit dem Brief in der Hand, Post. Mit dem Ruder, Schifffahrt. Mit der Hand am Ohr, das Telefon. Und schließlich mit dem Globus, die weltumspannende Telegrafie. Auch ein Blick in die Schalterhalle lohnt sich. Seit 1888 präsentiert sich der Innenraum reich geschmückt und ist mit kostbaren Materialien ausgestattet. Die Post hat damals schon gewusst, was sie sich selber schuldig ist und in der Idee des Bundesstaats Schweiz. Wir sind jetzt in der Luzerner Altstadt angekommen und stehen auf dem Kappelplatz. Hier werden die ersten 7 Jahrhunderte der Luzerner Stadtgeschichte lebendig. Wären sie im 12. Jahrhundert hier gestanden, hätten sie Bauleute am Werk gesehen, die Peterskapelle gebaut hätten. Der Chronist gibt uns mit seiner Bilderchronik eine Vorstellung davon. Allerdings aus seiner eigenen Zeit, um 1500. Eine Urkunde von 1178 weist nach, dass ein Priester von der Hofkirche hier seinen Dienst hat. Und weil man keine eigentliche Stadtgründungsurkunde hat, nimmt man das Datum als Ersatzdatum für die Gründung der Stadt Luzern. Wären sie im 16. Jahrhundert hier gestanden, wären sie zuerst auf einem Friedhof gewesen. Und etwas später vor einer Lagerhalle, vor einer sogenannten Sust. Auf dem Schumacherplan von 1792 sieht man das gut. Die Waren sind über den See hierher gekommen, auf den Kappelplatz, und sind mit Ross und Wagen weitertransportiert worden. Oder umgekehrt, sie sind durch die Altstadt gekommen und hier auf Schiff verladen worden. Wo die Sust auf dem Kappelplatz gestanden ist, ist an der Pflasterung heute noch ablesbar. Das hier war die Ecke der damaligen Lagerhalle. Wer mit der Luzerner Fasnacht etwas vertraut ist, kennt die Maskere. Sie gehört dem Bruder Fritschi, in der legendären Luzerner Fasnachtsfigur. Der Fritschi ist als ehemaliger Krämer auch Patron der Luzerner Kaufleute. Er passt bestens auf den Platz. Der Fritschi-Brunnen ist allerdings erst 100 Jahre alt. Aber auf dem Platz hat es schon seit je einen Brunnen gehabt. Fließendes Wasser gibt es in der Stadt Luzern wie anderswo erst gegen 1900. Auf einem Warenumschlagplatz darf der Christophorus nicht fehlen, der Schutzpatron der Reisenden. Der Luzerner Eduard Ränkli hat den Christophorus 1931 an die Wand der Peterskapelle gemalt. Formen und Farben sind typisch für die Modernen der 1930er Jahre.
Hätten sie vor 200 Jahren hier vom Fritschibrunnen runtergeschaut, gegen See, dann hätten sie noch eine gut 5 Meter hohe Stadtmauer gesehen, mit 2 Toren und einem Häuschen für die Stadtwache. Das rechte Tor hat zu dem Schiff am See runtergeführt, das linke auf die Hofbrücke. Wer denkt heute noch an das Tor, das wie sonst mit einer besonderen Pflasterung markiert ist? Bis gegen 1850 sind die Städte zur Nacht und bei Gefahr noch immer abgeschlossen worden. Wer zu Abend zu spät noch vor der Stadt durchkam, hätte zwar schon noch Einlass begehren können, er konnte bouldern an die Türen und wäre noch eingelassen worden, aber er wäre von der Stadtwache auf einen Rapport genommen worden. Und am anderen Tag hat mehr oder weniger die ganze Stadt gewusst, wer noch zu spät in die Stadt gekommen ist. Kurz nachher hat die Industrialisierung eingesetzt und die Bevölkerungszahl von Luzern ist rasant gestiegen. Um 1860 hat Luzern 10'000 Einwohner und 1910 bereits 40'000. Eine Vervierfachung in 50 Jahren. Wer hat auch hier noch eine Stadt abschliessen am Abend? Wir sind am Gehen. Fast nie in Luzern ist es so wichtig wie hier, dass man sich ein Bild macht von der Stadtentwicklung. Weil hier Veränderungen am grössten waren. Auf dem Ausschnitt sieht man unten links noch einmal den Kappelplatz mit der Sust und die Stadtmauer mit den beiden Toren. Man sieht, dass das Hoftor auf die Hofbrücke ausgeführt hat, auf die Fortsetzung der Kappelbrücke also, die ebenfalls überdeckt war. Die Brücke ist nur ein paar Meter neben dem Ufer verlaufen. Es war der Kehlenweg der Luzerner. Sie war 385 Meter lang und hat den Schwanenplatz verbunden mit der Hofkirche. Warum musste diese Brücke weg und ist nicht stehen geblieben wie die Kappelbrücke? 1833 brennt zwischen dem Weimarkt und der Reuss 10 Häuser ab. Dazu gehört der ursprüngliche Schwanen. Der Hotelbesitzer überlegt, ob er den Schwanen nach dem Brand wieder aufbauen soll. Ja, aber nicht mitten im Storchennest der Altstadt, sondern hier am Wasser. Zum ersten Mal hat das Hotel in der Altstadt den Rücken zugetragen und wird angepriesen mit einem neuen Trumpf. Und der macht bald Furore. Mit Blick auf See und Berge. Touristen können kommen. Gleich werden die Regi und der Pilatus mit Bergbahnen erschlossen. Die Zeit der Sänften ist endgültig vorbei. Aber ungehindert konnte man hier nicht bauen. Hier war immer noch die Hofbrücke, die die Stadt gegen See abgeriegelt hat, wie seit Jahrhunderten. Also musste sie abgerissen werden, in 3 Etappen zwischen 1835 und 1853. Am Anfang konnte man auf dem Stumpf der Brücke, von der Hofkirche her, noch spazieren. Schließlich musste die Brücke den ganzen Weg. Ihre Stelle ist der G-Tretter. Es war die grösste städtebauliche Leistung von Luzern im 19. Jahrhundert. Und hier hat gegolten, was seit 2000 Jahren bereits gegolten hat: sehen und gesehen werden. Es war das Aufmarschgebiet des Bürgertums. Und entlang des G haben sich die Hotels gereiht wie Perlen an einer Kette. Etwas fehlt noch. Die Lebensader von der boomenden Touristenstadt, die Seebrücke. Sie ist 1870 gebaut worden und verbindet seither Bahn, Post, Schiff auf der einen Seite mit der Altstadt und vor allem mit dem Hotel auf der anderen Seite. Damit ist endgültig klar, wir sind hier an einem Kristallisationspunkt par excellence der Luzerner Stadtgeschichte. Wir befinden uns hinter dem Hotel Schweizerhof in der zweiten Reihe. Aber die hat es in sich. Wir stehen am Eingang der Matthäuskirche. Es ist die erste reformierte Kirche von Luzern, 1861 gebaut. 10 Jahre später haben hier Richard und Cosima Wagner geheiratet. Gotik, wie man sie kennt.
Spitzbögen mit geometrischen Ornamenten, dazu verzierte Türmchen. Steinmetzarbeit. Doch halt, Gotik 1861, das kann doch nicht sein. Richtig, es handelt sich um einen neugotischen Bau. Im 19. Jahrhundert hat man auf Bauformen vom Mittelalter zurückgegriffen. Was auffällt, ein Hauptschiff in der Mitte ganz ausgeprägt und links und rechts zwei Seitenschiffe deutlich niedriger. Man sagt in diesem dreischiffigen Bautyp Basilika. Im antiken Rom war Basilika ein Prachtbau, der für Gerichtsverhandlungen dient hat, wo Handelsgeschäfte abgewickelt worden sind und wo auch als Märthalle dient hat. Das Christentum hat das Raumkonzept übernommen und während Jahrhunderten daran festgehalten. Ein prächtiges Beispiel dafür zu Luzern ist die Franziskanerkirche aus dem 13. Jahrhundert. Auch hier sind Hauptschiff und Seitenschiff klar erkennbar. Erst der Barock im 17. 18. Jahrhundert ist von diesem Baukonzept weggekommen und hat ein neues Baukonzept gebracht, den Einheitsraum, wie er in der Luzerner Jesuitenkirche zu sehen ist. Im 19. Jahrhundert, im Historismus, ist man wieder auf Basilika zurückgekommen, wie Matthäuskirche zeigt. Aber damit war die Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Wo es nämlich im Jahr 2000 darum ging, zwischen dem Schweizerhof und in der Hertensteinstrasse ein neues Migros-Einkaufszentrum zu errichten, haben sich die Architekten, Diener und Diener von Basel auf dem Bauplatz umgesehen und ihrerseits eine Märthalle, eine Basilika entworfen. Sie haben ihre moderne Basilika praktisch auf die gleiche Baulinie gestellt wie die Matthäuskirche. Ist es nicht grossartig? Eine Bauform aus der Antike hat ein Revival im 19. Jahrhundert. Und dieser alte Bau spiegelt sich in der Migros-Basilika vom 21. Jahrhundert. Wir sind über den Gehweg gekommen und stehen jetzt vor dem ehemaligen Verwaltungsgebäude der Gotthardbahn, wo heute Sitz ist von einer Abteilung vom Bundesgericht. 1882 ist der Gotthardtunnel eröffnet worden. Es war der damals längste Eisenbahntunnel der Welt. Man stellt sofort fest, der Bau von 1888 hat eine unwahrscheinliche Präsenz. Ein vorstehender Gebäudeteil in der Mitte, ein sogenannter Mittelrisalit, beherrscht die Szene und wird flankiert von zwei Eckrisaliten, die wie Türme Unterstützung geben. Dominieren dort die Horizontalen. Es sind zum einen Fensterreihen, die die waagrechte Betonung, zum anderen die Gesims über dem Sockelgeschoss und über dem dritten Stockwerk, die sich waagrecht durchziehen. Im Mittelalter hat senkrechte die Ausrichtung auf den Himmel angedeutet. In der Renaissance und im Humanismus kommt die waagrechte auf. Es ist der Erdkreis, es ist der Horizont, auf dem tun wir tätige Menschen wirken. Es ist ein ganz anderes Lebensgefühl, ein Selbstbewusstsein, ein neues vom Menschen. Das Gebäude der Gotthardbahngesellschaft ist, wie könnte es anders sein, ein Hommage an Gotthard, als Wasserschloss der Schweiz, wo vier Gewässer entspringen. Die vier Gewässer sind über dem Portal der Eckrisaliten mit Symbolfiguren in Stein gehauen. Von links der Rhein mit Ruder, Leier und Schiff, dann die Reuss mit Wasserrad, Fischernetz und der Wappen der vier Waldstädte. Und gerade hinter mir, über dem rechten Portalbogen, kommen noch Drohnen mit Genferwappen, Reben und Krug dazu. Schließlich der Tessin mit Ruder und Fischernetz. Und das ist noch nicht alles an diesem bemerkenswerten Bau. Der Mittelrisalit wird bekrönt von vier allegorischen Figuren, ähnlich wie bei der Hauptpost. Das Mal sind es von links nach rechts die Ingenieurwissenschaften, die Architektur mit dem Zirkel, Mechanik mit dem geflügelten Rad, das passt vollendet zur Gotthardbahn. Schließlich die Elektrotechnik
mit einem Bündel von zuckenden Blitzen. Schräg vis-à-vis vom Gotthardgebäude, am Genferhaus, nur 4 Jahre später, 1892, finden wir 4 weitere allegorische Figuren. Von links der Frühling, darauf aber der Sommer. Dann kommt Frau Herbst, die schon nach dem Umhang längert. Und schließlich noch Frau Winter, die bereits eingehüllt ist. Frauen haben 1888 auch die technischen Wissenschaften verkörpert, sind aber noch jahrzehntelang davon ausgeschlossen gewesen. Eine verkehrte Welt. Wir haben jetzt verschiedene Gebäude vom Historismus angeschaut. Gefällt Ihnen der Stil überhaupt? Über die Geschmäcker lässt sich bekanntlich nicht streiten. Aber eins muss man sagen, hier ist eine Gestaltungskraft am Werk und ein Gestaltungswille, der grössten Respekt verdient. Wir sind bei der letzten Station angekommen. Ich bitte Sie, von hier unten, quasi von den Niederungen der Stadt, hochzuschauen zu den Hofkirchen. Wir kommen von einem Solitär, vom Verwaltungsbau der Gotthardbahn. Jetzt geht es um etwas ganz anderes, um ein Ensemble. Was gehört alles dazu? Es lohnt sich hier besonders, eine sorgfältige Bestandesaufnahme zu machen. 2 Eckbauten stehen ehrerbietig spalier und markieren den Hofbezirk gegen die Stadt zu. Auf dieser Seite der Zurmüli-Chorhof. Er hat seinen Namen von einem Chorherr um 1700. Die Schaufassade ist symmetrisch, hat ein reich geschmücktes Portal, eine feingliedrige Fensterfront und 3 Lukarnen machen den Bau zusätzlich vornehm und repräsentativ. Auf der anderen Seite der Chorhof Peyer, Bauzeit ebenfalls um 1700, ein innerschweizer Herrenhaus mit starker Präsenz. Der Bau kommt ganz anders daher als sein Gegenüber, aber gerade das belebt. Auch das Haus macht im Stiftsbezirk alle Ehre. Die Kirchensteige ist unten breit und einladend, verengt sich und wirkt wie eine Aufforderung, man soll doch aufsteigen. Also, dann machen wir uns auf den Weg und gehen auf die Prozession, wie sie im Jahr 1470 schon vom deutschen König Sigismund begangen worden ist. Das zeigt uns der Chronist Diebold Schilling. Wir haben hier ein erstes Niveau erreicht. Die Prozessionsstrasse öffnet sich zum Platz. Und es kommt zu einer architektonischen Wiederholung. Der Prozessionsweg verengt sich noch mehr. Diesmal sind es Gräberhallen auf beiden Seiten, die unseren Weg flankieren. Erst wenn man sie passiert hat, steht man auf dem Kirchenvorplatz. Was für ein Unterschied zum ebenerdigen, unscheinbaren Eingang des KKL. Und die Aufgänge und Eingänge nehmen auch jetzt noch kein Ende. Wir kommen durch ein Rundbogenportal, in eine Vorhalle, stehen noch einmal vor einem Steingewölbe. Der erst kommt das Holzportal mit den beiden Stadtpatronen Leodegar und Mauritius. Türen, Säulen, Bogenfeld, alles ist hier noch einmal mehrfach in die Tiefe gestaffelt. Mehr Eingang ist fast nicht möglich. Gehen wir zum Schluss ein paar Schritte zurück. Die Hofkirche, die nach dem Brand von 1633 wieder aufgebaut worden ist, erweist sich als Zeugnis von gelebter und gestalteter Geschichte. Türme sind aus der Zeit um 1500, gotisch. Der Eingang und darüber Michaelskapelle datieren um 1640, Renaissance. Der Uhrengebel schliesslich ist um 1790 dazugekommen, Barock. Mit den unterschiedlichen Baustilen werden unterschiedliche Lebensgefühle erkennbar, über Jahrhunderte hinweg. Liebe Besucherinnen und Besucher, wir sind am Ende unserer Entdeckungsreise. Sie hat uns von einer modernen Kathedrale zu einer alten Kathedrale geführt, kann man so sagen. Zukunft braucht Herkunft. Aber man muss den Satz auch umkehren. Herkunft braucht Zukunft. Ich danke Ihnen fürs Mitkommen. Hoffentlich sind Sie angeregt worden zu eigenen Entdeckungsreisen.